So, ich grüße euch zum willkommen im zweiten Part des Let's Plays von Creativerse. Das Spiel, was auf Steam recht beliebt ist, aber irgendwie auf YouTube noch nicht so alle mitbekommen haben. Aber kein Problem, ich muss es auch mal kurz ändern. Mal hier, oder? Genau. Also schauen wir uns mal ein bisschen um. Machen hier eine Fackel hin. Und wir brauchten das letzte Mal ja dieses... was sagt man denn? Ja, vor allem für Moss, für Fackeln und so weiter. Aber wir schauen jetzt mal nach einem anderen Biom, weil... Ja, Wald ist jetzt nicht so spektakulär und irgendwie leckt das ein bisschen. Es kam nämlich ein neues Update raus, das irgendwas ein bisschen gemacht hat. Vor allem Blöcke hinzugefügt und Big Bugfixes gemacht, aber dass es jetzt so leckt, keine Ahnung. Aber da kann ich sicher etwas machen im Grafik-Einstellungsmenü. Bisschen runterstellen. Meistens ist der Schaden, also. Ja, und vielleicht ist es auch Fraps. Ich hoffentlich geht's bei dir. So, ein bisschen Monster töten. Ja, gibt leider alles die gleichen. Und was war das? Wieso war da ein Moos? Hm. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie komisch läuft. Hm. Ja, ich hoffe, es geht bald wieder. Tut mir leid, aber es ist natürlich eine Beta- oder Alpha-Version sogar. Da hat es manchmal noch ein paar Performance-Probleme und Bugs und so weiter. So, also, was haben wir denn hier? Erde. Okay, das sollte eigentlich auch nicht sein, oder? Okay, das sind einfach so Löcher, wie es in Minecraft eigentlich auch gibt. Mhm. Aber dort scheint ein Berg zu sein. Okay. Sieht das gut aus? Das ist einfach so ein Riss drin. Lol. Was ist das? Hat es so einen Glowy Mushroom? Genau. Ja, die kann man später für Heiltränke, also größere Heiltränke brauen, verwenden. So, da ich eben leider ein bisschen Internetprobleme hatte und dann in der Zeit nicht aufnehmen konnte, bin ich jetzt nicht mehr so gut drin, aber ja, da komme ich schnell wieder rein, sonst könnt ihr mir ja gerne helfen und mich erinnern, irgendwie was ich machen wollte. Aber es sollte eigentlich alles klar sein. So. Ich muss mich einfach daran gewöhnen, zu rennen. Ich nehme auch ein bisschen von diesem Holz mit, da ja, zum Bauen hat. Ja, ich weiß hier mal nicht ab. Also ganz ab, sonst haben wir dann plötzlich keine Zelle mehr und können da nichts mehr abbauen und dann müssen wir wieder zurück. Ja. Limestone können wir noch nicht abbauen. Ihr seht, die Fackeln bringen fast nichts. Noch nichts. Also erst die besseren. Dann gibt es auch Lampen. Und so weiter. Das ist Obsidian. Ist das Obsidian? Das ist Kohle. Ja. Das da unten ist Obsidian. Okay, wie? Ich habe keine Dingzähler, sondern lassen wir das noch ein bisschen und gehen jetzt noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, ich finde das wieder. So. Weil das ist sehr wichtig.
Und so überhaupt Obsidian, oder das ist es dieses andere, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht geschaut. Ich kenne mich noch nicht so gut aus. So, also das müsste, da müsste die Höhle sein. Moment. Ja, hier, das X, dort die Höhle. Da müssen wir also schräg hinter die Höhle Richtung Berg gehen. Okay. Gemerkt. Ah, ich will hier mit Doppelklick. Das ist doch etwas für mich, oder? Ups. Weißt du mich an? Nee. Also es läuft noch nicht so ganz flüssig. Ich muss nochmals ein bisschen runterstellen. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Tut mir leid. Aber momentan läuft Steam allgemein nicht so flüssig. Visuals. Ja, machen wir mal eine Motion Blur aus. Das ist jetzt nicht so wichtig. Seht ihr? Das ist wirklich nur eigentlich in der Sonne. Sonst ist eigentlich kein Unterschied. Das ist eine Truhe. Cool. Immer die Truhe mitnehmen oder einfach mal reinschauen. Ja, Kohl ist schon. Ah nein, Gunpowder ist das. Das ist Kohl. Okay. Recht gut. Was ist denn das für ein Berg? Der sieht immer mega cool aus. Wir könnten dort oben unser Haus bauen. Wie findet ihr das? Wenn man gut nach oben kommt, dass wir Treppen gut bauen können und so. Okay, wir dann nach oben, oder? So, ich find's gut. So, am Rande des Gebirges ist sowieso schön zu leben. Können wir daraus eine Statue bauen oder so? So richtig, ich bin der Drago und ich wohne hier. Ja, ich bin der Drago. Jetzt bin ich schon wieder am Angeben. Geht nicht. Ich gebe nicht gerne an. Aber in einem Let's Play weiß ich es nicht. Weiß ich schon zu. Tut mir leid. Manchmal werden Let's Play plötzlich ganz anders in einem Let's Play. Einfach weil es ihnen wahrscheinlich langweilig ist. Das ist aber das Spiel müsste eigentlich nicht langweilig sein. Und ist es eigentlich auch nicht. Schon wieder das gleiche. Okay. Ich frage mich, ob diese Truhen auch spawnen irgendwie. Oder dass man einfach immer wieder neue Länder müssen, um ja, neue Truhen zu finden, neue Rohstoffe zu bekommen. Alles Mögliche. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe einen Spielstand schon mal kurz ein bisschen gespielt. Und bin so weit gekommen, dass ich Eisen abbauen konnte, Eisen machen konnte. Und das war's, also recht schnell. Da sind die Bösen, also die großen Kreaturen. Da ist Kohle, sehr gut. Also wichtig, Höhle markieren. Die nehme ich auch noch ein bisschen mit, die kommen nicht mehr zum Heilen. Gebrauchen. Dort ist auch noch Wachs. Genau, Wachs. Die wachsende Wachstum. So. Dirt, Sandstone. Da oben ist noch eine Truhe. Ups. Jetzt leckt es trotzdem noch. Also, ich müsste mal den PC neu starten. Zwei Truhen. Und ein Plan. Ein gelbes Bett. Okay. Ein Plan. Prima. Komm, hier auch eins. Ja, auch ein Sandcastle Wall. Wow. Und dann ist da hier noch so ein Notiz. Eine Seite. Wahnsinn, ey. Prima, prima. Das hat uns. Also das freut mich immer, wenn es einen Plan drin hat. Ja, ich möchte jetzt hier nicht so viele Löcher bauen. Gehen wir langsam wieder zurück. Okay, hier kommen wieder die Bäume, dann sind wir hier bald in der Nähe. Hm. Kommen wir denn dort auch oben? Ich möchte das Wachs nehmen, aber
Ja, das ist problematisch gerade. Ich habe sonst Dirt. Ja, aber es lohnt sich irgendwie nicht. Ja, lassen wir das mal da oben. So, was ist denn hier noch? Sind also die World Generation ist eigentlich recht gut gebaut gemacht. Machen wir das hier rein. Nur die Biome sind ein bisschen zu un. Wie sagt man? Ja, immer das Gleiche eigentlich relativ. So, das ist doch prima, dass wir hier einen Weg durchbauen konnten. So, solchen großen Höhlen sind meistens viele Gegner. Zum Glück ist jetzt hier gerade keiner. Da unten müsste dieses schwarze Zeug sein. Also, dann können wir bald schon ein neues Schwert bauen. Da unten ist zum Beispiel eine Krabbe, die verflucht ist. Also, das Spiel macht mir schon wieder sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Da ist so ein Baum, ein großer. Dann sind wir bald wieder am Spawn. Oh, er hat uns getroffen. Ja, sie sind noch ein bisschen unbalanciert, also dass sie extrem schnell treffen können und so weiter. Aber das wird alles noch überarbeitet. Ich habe bald keine Fackeln mehr, wenn es so weitergeht. Da ist auch Kohle. Oh nein, das ist Obsidian. Gut. Obsidian. Können wir das bald holen? Wenn wir dann Half-Steps gemacht haben, können wir diese Abbaugeräte bauen. Ist noch ein bisschen blöd gemacht, dass die aufbrachbar sind. Vielleicht wird das auch bald mal gemacht. Und scheinbar gibt es viel weniger Monster. Vor allem diese Krabben gibt es weniger, habe ich das Gefühl. Oder meine ich das nur? Und wenn ihr etwas sieht, das ich nicht gesehen habe oder so, wäre ich dankbar, wenn ihr euch das kurz in die Kommentare schreiben könnt, hier vom Video, was es betrifft und das Datum oder so, weil ein Video vor allem bei mir, mein großes Bildschirm offenbart nicht gerade alles. Okay, wie komme ich jetzt wieder rein? Das müsste hier drüben sein. Okay, da oben ist übrigens noch Wachs, Bienenwachs. Ja, da kann ich kurz hochbauen, das lohnt sich. Sorry. Da ist es ja. Okay, genau vor dem Haus. Nicht schlecht. Das ist ein bisschen merkwürdig zum Hochbauen. Nein. Ich meine, kann manchmal nicht, dass ich das Abbaugerät in der Hand habe schon, weil es ja nicht sichtbar ist. Und der Arm unten ist. So, prima. Dann gehen wir kurz mal rein. Machen hier mal kurz zu. Ja, eins reicht. Der Prozessor, ja, kann nun nichts machen hier. Okay, Stein. Stone Slab. Stein, Stone Slabs sind wo? Hallo? Wo ist Stone Slab? Fehlt uns irgendwas noch?
Aber wieso gibt es ein Bett in Gelb und dann ein Yellow Bett? Verstehe ich auch noch nicht so ganz. Also wir müssen wahrscheinlich noch etwas craften. Zum Beispiel einen Ofen können wir noch nicht craften. Prozessor haben wir. Ein Crafting Table haben wir. Ein Bacon brauchen wir nicht. Teleporter haben wir. Hä? Ich verstehe nicht, was ich jetzt craften muss. Brauche ich eine Ding? Wahrscheinlich brauche ich eine normale Wooding Mining Cell. Ein Extractor, gut, jetzt kann ich das craften. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Half Steps, wie man die Half Steps macht. Wahrscheinlich hier drüben. Ja. So, und dann bauen wir noch ein bisschen Stein ab, aber nicht hier. Machen wir. Wo war der Eingang zur Höhle? Irgendwo hier war ein Eingang zur Höhle. Ja, machen wir das hier unten, okay, oder? Da ist sogar noch eine Truhe. Sehr schön. Gunpowder. Ja, machen wir das einfach hier. Mal ein bisschen Stein sammeln. Das ist in diesem Game noch nicht so wichtig, also wenn man jetzt einfach. Wenn man überall hochkommt und so, dann muss man immer wieder sich zwingen, eigentlich ein paar Steinchen abzubauen. So, die letzte Fackel haben wir auch verbraucht. Jetzt können wir dann die neuen craften. Hoffentlich habe ich dann das nötige Material dazu. So, gehen wir nach oben. Prima. Also, es ist Nacht, wir sollten rein. Nun gut. Jo, jetzt haben wir das, den Klang gehört vom Prozessor. Sehr schön. Ja, da müssen wir eigentlich wieder hier hin. Und machen wir mal drei. Dafür wieder Half Steps. So, machen wir drei. Das Bett können wir irgendwie ein Bett bauen. Was ist jetzt los? Wieso kann ich so wenig craften? Weil ich wahrscheinlich die Materialien nicht habe. Hä? Ist das so buggt? Ich möchte doch nur ein Bett. Na, jetzt geht's. Es ging einfach nicht zum Scrollen. Also Shredded Leaves, die könnten wir herstellen, aber ich weiß jetzt nicht genau wie. Wahrscheinlich mit Blättern. Wooden Root kann man auch herstellen. Stone Rod auch. Twine kann man, glaube ich, finden. Probieren wir mal eine Kiste zu machen, ja. Stone Rod. So, geht relativ gut. Also, das Spiel ist sehr flüssig und bietet reichlich Spaß für zwischendurch auch so zum Herausfinden. Aber ob es dann für längere Zeit Spaß macht, weiß ich nicht. Ob es euch Spaß macht zuzuschauen, weiß ich leider auch noch nicht. Aber ich denke schon, es ist halt einfach zu unbekannt noch. Aber ich denke, das wird bald so besser sein. Ah, schön, eine Kiste. Prima. Das ist sehr wichtig gewesen. Vor allem die hier können wir weglegen. Die Blätter, gelben, der Glob. Knochen brauchen wir, glaube ich, auch nicht immer. Die Blätter. Hier.
So, kann man die rechts klicken? Ja. Prima. Was ist jetzt anders an dem Bett? Also wahrscheinlich ist es softer, also bequemer. Yellow Pigment. Oh. Das ist ja mega unfair, die können da durch. Shit. Da bekommt man ja Panik über. Panik in der Titanic und in der Höhle. In unserem Höhlensystem des Todes. Ja, craften. Wooden Road. Also Stone Road haben wir. Ich möchte gerne etwas craften, das zum Beispiel eine Tür. Eine stabilere Tür. So. Ich glaube, war es das oder einen anderen Block habe ich auch als Plan gefunden. Ich weiß jetzt nur nicht welchen. Salz, man kann Salz machen. Salzrock müsste in der Wüste irgendwo sein. Limestone, das haben wir glaube ich gefunden unter irdischen Höhlen. Gibt es noch Bedrock, weil also die Bedrock sind jetzt nicht mehr die unzerstörbaren wie bei Minecraft und Terraria glaube ich, aber sind jetzt halt. Ich frage mich, was so ganz unten ist. Ich glaube, dieses Glas habe ich sogar noch gefunden. Monster 2. Keine Ahnung, aber. Ja, das Glas ist jetzt nicht so mein Geschmack. Eher so für die edlen Damen. Wir könnten Freeze Mines dann mal machen. Freeze Bombs, meine ich. Aber dafür brauchen wir Eis, also. Müssen wir dann ins Gebirge oder sonst irgendwo hin, wo es Eis gibt. Ja. Dann könnten wir eigentlich. Ah, das ist Obsidian. Ja, wir brauchen Twine. Also schauen wir mal in den Extraktor. Die da, genau. So. Die geben den Bones. Ich möchte gerne noch ein bisschen Stone Slabs erstellen und gelbes Pigment, aber da muss ich wahrscheinlich die Dinge nochmals rausnehmen. Blumen. Dann haben wir nämlich Bett auch bald ein Bett. Was brauchen wir sonst noch für das Bett? Wieso geht das eigentlich nicht? Jetzt geht's wieder. Bett. Yellow Bed. Ah, Shredded Leaves. Shredded Leaves. So, kann ich das mal rausnehmen. Jetzt. Was wollte ich jetzt schon wieder? Craften mit den. Da, genau. Machen wir mal eine. Ja, können wir leider nur. Aber immerhin ein Brustpanzer. Und er zieht es sogar automatisch an. Türen müsst ihr einfach schauen, dass ihr das auch aufmachen könnt. Von innen sowie außen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so schräg macht, dann könnt ihr da, dann visiert ihr eigentlich immer den Block an, sondern die Tür ist ein bisschen blöd gemacht, aber ja, man kann halt nicht so viel dagegen machen, weil es halt noch ganz am Anfang ist und die Entwickler noch mit anderen Sachen beschäftigt sind. Und Mods weiß ich, kenne ich nicht, ob es Mods gibt. Muss ich da mal nachschauen. Ja, ich werde ein paar Ladders machen. Und jetzt möchte ich gerne noch das andere machen. Was brauchte ich dafür?
So, was war es, das ich brauchte? Was war es? Was war es? Was war es, was ich brauchte? Stone. Dann, ich baue jetzt einfach hier ab und mache irgendwie Holz rein oder so. Und möchte gerne den Stone. Hallo, nicht backen. So, also. Dann machen wir das nächste Mal weiter, wenn es dann Tag ist. Und, ah, Mist. Türe, geh einfach zu. So. Und mal schauen, ich teste dann vor, ob es dann besser geht. Also vorbereitet haben wir. Jetzt, was hatte ich schon wieder vor? Ich hatte irgendwas vor zu craften. Was war es schon wieder? Nein, nicht das Yellow, doch das Yellow Bed. So. Dann mal ausbreiten uns. Bisschen bequem machen. Dann mache ich das am besten. Ja, ich mache Leaves am Boden. Sieht das gut aus? Oh, das sieht kuschelig aus. So. Prima. Ja, okay, das lassen wir hier. Dann das hier. Das andere Schwert rein. Gunpowder rein. Yellow Pigment. Queen. Queen Bee. Okay. Für was ist ein Queen Bee? Leaves rein. Wood Mining Cell. Und das austauschen. Ja, wir haben Besseres fürs nächste Mal. Gut. Und einen Teleporter könnte ich dann auch mal reinlegen. Weil der Teleporter kann ich... Ah, scheinbar geht das gar nicht. Ja, okay. Ah, sehe ich das hier rein. So. Also kann man auch nicht Ding. So, die drei möchte ich essen. So. Es ist Tag bald. Ja, es wird Tag. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Wenn nicht, dann ist das auch egal. Nein, Scherz. Also, es ist, euch frei natürlich, was ihr schaut. Aber eben, natürlich bin ich dankbar. Und dann sehen wir uns, also, dann ist es fertig. Also, tschüss. Voll verwirrt.